Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie man einen Hausschuh-Clock stricken kann. Und zwar ist der zum Reinschlüpfen viel praktischer, es geht auch etwas schneller und es ist mal eine ganz andere Form. Ich habe jetzt schon mal hier so einen Kleinkind-Clock gemacht, denn diese Form, hinten her ist es niedriger, zum Reinschlüpfen ist es schneller. Diese Schuhe habe ich schon rutschfest ausgestattet mit Silikon. Und heute wollen wir einen Herren- oder einen Damenclock machen, je wie ihr möchtet. Und das ist in der Größe 43, 44. Und das zeige ich euch dann. Dazu nimmt man eine 8er oder 9er Rundstricknadel. Wir benötigen für diese Größe 43, 44, auch 45, 5 Knäuel, die dickste Filzwolle, die ihr findet, weil es dann am einfachsten ist. Dazu schlagen wir jetzt erstmal 19 Maschen auf. Wir machen uns eine Öse. Das Anschlagen habe ich schon genau gezeigt. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch mal in den anderen Videos gucken, wie es geht. Ich mache es jetzt hier auch noch mal langsam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ihr könnt den Faden auch ruhig noch wesentlich großzügiger nehmen, dann könnte man hinten die Ferse mit zunähen. Hier müssen wir jetzt da 14 Reihen stricken in glatt, in graus rechts. Das heißt auf jeder Seite immer rechte Maschen. Wir arbeiten diesen Hausschuh sowieso nur mit rechten Strickmaschen. Das habe ich im anderen Video auch ganz, ganz langsam gezeigt, wie man rechte Maschen strickt, wenn es noch nicht so klappt. Mit Tricks und Tipps, dann schaut auch noch mal in die anderen Videos. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal 14 Reihen. Ganz wichtig ist, die letzte Masche bitte nicht stricken, sondern den Faden nach vorne legen und abheben, sonst verzieht es sich extrem. Auf der anderen Seite dann drehen, wird natürlich die erste Masche wieder gestrickt. Und wir machen jetzt da 14 Reihen. Ich habe hier ein Multigarn genommen, das heißt 5 verschiedene Farbtöne. Wir können das natürlich auch in einem Einheitston machen, aber ich fand es ganz schön, gerade jetzt mal für einen Herrn oder einen jungen Pantoffel in Clockform. Wie gesagt, 14 Reihen. Natürlich sage ich dann mal am Ende von dem Video auch noch mal die anderen Größen, wie man jetzt den Kleinkind-Clock strickt. Der ist jetzt in der Größe 28, 29. Dass wir variieren können, gehen die Herstellung, das Stricken verändert sich dadurch überhaupt nicht. Jetzt zeige ich noch mal gerade, wie man Reihen zählt. Und zwar, ich sage dann immer, das sieht aus wie Wellen. Dann haben wir hier eine Welle und zwei Wellen. Dann muss man einfach nur doppelt zählen. 2, 4. Und dann brauchen wir 7 Wellen. Dann hätten wir 14 Reihen. Und die stricken wir jetzt erst einmal. Ich habe nun 14 Reihen gestrickt mit der Rundstricknadel in Nummer 8 oder 9. Das ist euch überlassen, das ist egal. Und zwar zeige ich noch mal die Wellen und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 haben wir. Nun ist es wichtig, am Anfang jeder Reihe nehmen wir eine Masche zu. Das ist ganz einfach. Man strickt die erste Reihe, erste Masche, eine, dann legt man einmal den Faden darum um die Nadel. Einfach nur so rumlegen und wir stricken die zweite Masche. Dann stricken wir die Reihe durch. Gleich sind wir hinten auf den 19 Maschen.
Wie gesagt, immer und immer wieder am Anfang von der Reihe. Wir sind gleich am Ende. Wir legen dann Faden nach vorne. Wir heben die letzte Masche ab. Und so, wir drehen das Ganze. Wir stricken die erste Masche. Wir nehmen wieder zu, legen die darüber und stricken jetzt diese Reihe nach vorne, bis wir zur ersten Masche kommen, die wir zugenommen haben. Dann zeige ich euch, wie man diese dann ordentlich abstrickt. Dann habt ihr dann auch gleich das Zunehmen, das regelmäßige Zunehmen gelernt. Jetzt kommen wir hier vorne gleich an. Da haben wir unseren Umschlag. Und ganz wichtig ist jetzt, dass wir nicht von vorne die abstricken, dann gibt es nämlich ein Loch, sondern wir stricken von hinten. Wir gehen von hinten in die Masche, legen den Faden herum, ziehen durch, heben ab und legen die nächste wieder nach vorne. So, jetzt haben wir die erste zugenommen. Jetzt würden wir am Anfang wieder die erste abstricken, den Umschlag machen und nach hinten stricken. Und jetzt machen wir bitte so lange, bis wir auf der Rundstricknadel 38 Maschen haben. Wir müssen 38 mal zunehmen und dann über diese 38 Maschen stricken wir noch zwei rein, eine hin und eine her. Und das machen wir jetzt erstmal. Wie gesagt, 38 Maschen müssen wir jetzt haben und dann sind wir auf dieser Höhe vom Hausschuh und dann zeige ich euch gerne, wie es weitergeht. Wir haben jetzt da insgesamt 36 Reihen gestrickt. Wir haben bis auf 38 Maschen zugenommen, haben die zunehmenden Maschen überstrickt, plus nochmal eine Reihe hin und eine Reihe her. 36 Maschen. Jetzt nehmen wir unser Spiel. Ich habe hier ein Bambusnadelspiel in der Größe 8. Normal sind es 5 Nadeln. Ich stricke aber nur mit 4 Nadeln. Es geht einfacher, auch beim Abnehmen. Und es macht mehr Spaß so. Wir stricken jetzt da ab und verteilen es auf die Maschen. Und zwar nehmen wir die erste, stricken wir ab. Dann nehmen wir noch mal eine zu auf diese Masche und stricken jetzt unsere Nadeln ab. Wir hätten insgesamt 40 Maschen. Dann nehmen wir auf diese Masche und auf diese Nadel erstmal 10. Wir haben 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ein bisschen fester ziehen, dass es nicht gleich wieder rausrutscht. Wieder 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nächste Nadel, wieder 10, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, letzte Nadel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Achtung, eine Masche zunehmen, Faden nach vorne, die letzte abnehmen, so. Jetzt haben wir alle vier Nadeln verteilt und jetzt stricken wir auf die erste Nadel, die oben beim Spannen wäre, stricken wir die 10 Stück. Wir haben hier unseren Aufschlag. Bitte wieder von hinten einstechen und eine rechte Masche machen, sonst gibt es ein Loch. Jetzt stricken wir die erste Nadel ab. Jetzt haben wir die nächste Nadel wieder frei. So, dann haben wir auf der einen Nadel 20 Maschen. Hier haben wir 10 und hier haben wir 10. Das ist dann nämlich sehr praktisch, wenn wir jetzt da 35 Maschen reingestrickt haben. Für den Fuß wird auf dieser Seite abgenommen für die Fußspitze und auf dieser Seite. Und weil wir hier 20 Maschen haben, das Oberteil vom Fuß, vergessen wir nie, wo wir abnehmen müssen. Und wir haben auch einen Wechsel weniger, dann geht das schneller. Wie gesagt, wir stricken jetzt da rundherum, bis wir 35 Reihen gestrickt haben. Das lässt sich auch ganz einfach zählen. Dann zieht es auseinander
und sieht dann diese kleinen V's und dann geht man mit der Nadel rein und zählt 1, 2, 3 und wenn wir mehr haben, vergessen wir nie, wo wir sind, wenn wir die Nadel zum Helfen nehmen beim Zählen. Wie gesagt, bitte jetzt da 35 rein stricken und dann zeige ich euch, wie man die Fußspitze strickt und gleichmäßig ordentlich abnimmt. Wir sind jetzt am Ende der 35. Runde Reihe und jetzt sind wir auf der Nadel mit den 20 Maschen. Dann stricken wir die letzten beiden zusammen durch zwei Stück durch, den Faden drüber hin und eine rechte. Und wir nehmen immer ab die beiden Nadeln, die sich treffen. Hier stricken wir auch wieder zwei Stück zusammen und stricken diese Nadel fertig. Also wir nehmen an der Nadel ab, die sich mit der Nadel, Stricknadel trifft, mit den 20 Maschen. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn man nur mit 4 Nadeln strickt, dann kommt man nämlich nie durcheinander, wo man denn die Spitze abnimmt. Jetzt treffen wir gleich wieder auf die Nadel mit den 20 Maschen. Davor, die nehmen wir ab. Und hier nehmen wir wieder ab. Und wir machen das jetzt dann so lange, bis auf jeder Nadel, also auf den mit den 10, 3 Maschen sind, hier sind 3 Maschen und hier sind ungefähr noch 6 oder 7. Und die ziehen wir dann zusammen, dann haben wir die Spitze fertig. Und wie das Zusammenziehen geht, zeige ich euch gleich. Die Spitze ist jetzt fertig abgenommen. Und wir schneiden einen großzügigen Faden ab. Dann nehmen wir unsere wirklich große Stopfnadel, Sticknadel, was ihr so habt. Fädeln den Faden auf und schieben die Maschen auf die Nadel. So, jede Stricknadel abgeschoben. Alle Maschen drauf. So, wir ziehen mal auch vorne schön zusammen. Nadel nach innen. Ganzer Hausschuh nach innen. Legen uns das schön ordentlich hin. Und ziehen es locker durch die Maschen durch. Bloß nicht zu feste ziehen, sonst gibt es vorne so ein unangenehmer Knubbel, der beim Laufen wehtut. So einmal rundherum, zwei, dreimal, einfach nur durch die Maschen gezogen, weil das verfilzt ja und dann löst sich nichts mehr. Das schneiden wir jetzt ab und nehmen den Restfaden gleich und nähen die Ferse zu. Knoten rein, alles auf links bitte. Wir ziehen uns diese Nadel, wo wir die Maschen gefangen haben, schön auseinander. Gehen hier oben rein, vernähen uns das ein bisschen hin und her, dass das schön hält. Es wird ja auch ein bisschen beansprucht hier oben. So. Und dann nehmen wir es auf die andere Seite und ziehen uns das nur so ein bisschen locker zusammen. Von rechts nach links. Damit es bloß keine dicke Naht gibt, weil das würde auch wieder wehtun. Nur ein bisschen locker zusammen. Dann kannst du übereinander schlingen, wenn einem das lieber ist. Nur so locker. Wie gesagt, es verfilzt ja schön, da öffnet sich auch nichts. Aber hinten an der Ferse soll es auch nicht drücken. Jetzt haben wir das gleich. So. Wenn ich dann unten bin, nehme ich meinen Restfaden dann immer noch mal und wie weben einmal hoch, runter und ziehen noch mal bis oben hin. So. Verschlingen ihn hier oben. Richtig oft. So, schneide ab. Die anderen Fäden vernehmen wir dann auch noch. Drehen wieder auf rechts. Und jetzt müssen wir einmal oben rundherum
eine Reihe häkeln. Dazu habe ich ein Petrol. Da kann man natürlich jede Farbe nehmen, wie ihr mag. Und wenn man es nicht auffällig möchte, dann nimmt man die Restwolle von dem Hausschuh. Da bleibt noch etwas übrig. Aber es ist wichtig, nochmal eine Reihe rundherum zu häkeln. Das gibt dem Schuh die rechte Form und es zieht sich nicht so aus. Dann machen wir einen Anfang, zwei Luftmaschen und dann gehen wir immer hier gleichmäßig hinein. Feste Maschen häkeln wir da. Da gibt es immer so diese Ösen, ganz gleichmäßig und dann gehen wir hinein. So. Wenn wir meinen, es wird zu eng, also es muss schon ein bisschen gehalten werden, dann machen wir halt mal zwei rein. Aber ich würde sagen, höchstens alle sechs feste Maschen einmal zwei in ein Loch. So, und das machen wir jetzt rundherum. Es gibt dem Schuh nochmal so eine besondere Note. Es sieht nicht ganz so einfach aus. Ich finde die Farbe auch recht schön dazu. Und wie gesagt, es hält den Schuh etwas zusammen. Jetzt kommen wir gleich nach vorne und dann gehen wir ein bisschen tiefer und ziehen es auch ein bisschen mehr. So ruhig ein bisschen tiefer, so 3-4 gestrickte Fäden zusammengezogen, weil da wird es auch beansprucht. Dann machen wir eine schöne Runde, hier noch eine rein. Und jetzt haben wir wieder unsere großen Schlaufen, die wir benutzen, um die festen Maschen reinzumachen. Und dann schließen wir die Runde oben an der Ferse. Und danach häkeln wir noch einmal zweimal 15 Luftmaschen und schneiden es ab. Man braucht die Fäden nicht vernähen. Und die filzen wir dann mit in der Waschmaschine, weil daraus machen wir dann das Kreuz auf dem Hausschuh. Und zwar nähen wir die Luftmaschen dann erst auf den Fuß, auf den Spann. So, wir haben die Reihe geschlossen, machen nochmal zur Sicherheit eine Luftmasche. Schneiden es etwas großzügiger ab und ziehen die Masche durch, ziehen es fest. So, jetzt ist der Hund schon so. Und jetzt würden wir nochmal die Luftmaschen häkeln. 15 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bisschen großzügiger abschneiden, durchziehen. So, und dann würden wir uns die hier so drauflegen. Und mit dem Faden nähen wir uns die einfach fest. Hoch, runter, zus. Und dann machen wir das gleiche noch einmal auf der anderen Seite. Schön die Mitte finden. Da ist unsere Mitte. Und dann legen wir das so drauf. Passen nach innen. Festigen gerade hier oben sehr gut. Und dann gehen wir einfach so hoch, runter. Wie gesagt, es verfilzt sich ja wieder, dann brauchen wir gar nicht so engmaschig das zu machen. Spannen uns das immer wieder schön. Und dann hätten wir das X dann auch fertig. Wer es nicht mag, der kann es auch weglassen. Ich finde es halt immer ein bisschen netter, wenn ein bisschen was auf den Sachen drauf ist. Immer schön spannen, damit es auch gerade wird. Gucken. Spannen. Nähen. Fertig. Wie gesagt, das machen wir jetzt dann mit dem anderen auch mal gleichzeitig. Auch wieder 15 Luftmaschen, nähen es fest und dann verfilzen wir die Hausschuhe. Dazu tun wir die Hausschuhe bitte, wenn es geht, alleine in die Waschmaschine. Da werden die immer am schönsten. Pflegeleicht 40 Grad. Ein normales Programm mit
Flüssigwaschmittel, wenn es geht, ohne Weichspüler auf jeden Fall. Ich habe dann noch zwei Tennisbälle in der Waschmaschine, da wird es viel schöner und wir waschen die einmal durch. Sollte dann der Schuh zu groß noch sein, dann waschen wir es einfach nochmal. Sollte er ein bisschen zu klein sein, dann legen wir ihn einfach mal so eine Minute in lauwarmes Wasser und ziehen uns den in Form. Ganz wichtig nach dem Waschen ist immer in Form ziehen, ganz, ganz wichtig, so richtig mit den Fingern reingehen, wie bei diesem auch, wenn danach so hier so richtig rausziehen, gerade die Ferse vorne nochmal so richtig mit Gewalt ziehen. Wenn ich denjenigen zur Hand habe, der die Hausschuhe bekommen sollte, dann werden die auch mal feucht an den Fuß gezogen und richtig schön gezogen auf die Größe, die wir brauchen. Dann wird der Hausschuh sehr, sehr schön. Jetzt zeige ich noch gerade das Rutschfestmachen. Dazu habe ich den Seifenstopf hier in der Flasche. Den gibt es aber auch flüssig. Dann kann man mit Pinsel auftragen. Wichtig ist es, also nicht einfach so einen Punkt dazu setzen. Das sieht zwar sehr fein aus, bloß die Dinger halten einfach nicht. Richtig rein und gerieben, dass das sich verfilzt und verklebt mit dem Filz. Das sieht dann zwar nicht so toll aus, aber es hält wesentlich länger. Die Punkte, die tragen sich nach ein, zwei Tagen schon ab. Und wenn man das so macht und reibt und reibt und reibt, hält das ewig. Und das mache ich auch mit meinen gestrickten Socken, mit den Strumpfhosen, die ich teilweise kaufe. Alles rüste ich rutschfest aus. Ich mache dann auch teilweise noch Muster drauf, schreibe die Namen von den Kindern drauf. Aber wie gesagt, immer schön ins Gewebe rein.